Ja, ich möchte ganz kurz erwähnen, dass wir beide gerade eben gut erwischt wurden von einer Grippe oder einer Krankheit. Deswegen hoffe ich, dass meine Stimme nicht aufgibt im Laufe des Vortrags. Und ich hoffe auch, dass wir die Begeisterung, die wir für das Thema haben, was wir euch jetzt vorstellen, trotz meiner rauen Stimme rüberkommt. Es geht um das Thema Market Gardening. Vielleicht noch ein Satz zu mir und Maja vorher. Ich bin Sebastian Heilmann, ich bin seit ungefähr 7 Jahren in der praktischen Landwirtschaft, eigentlich direkt nach der Schule eingestiegen und habe die biologisch-dynamische Ausbildung im Norden vor 2 Jahren beendet und bin seit 3 Jahren hier im Tempelhof, habe mein letztes Lehrjahr hier im Tempelhof gemacht und bin seitdem hier und darf die Landwirtschaft mitgestalten. Und Maja und ich, wir haben uns in den letzten Jahren viel Zeit genommen oder immer wieder Zeit genommen, Gärtnereien und interessante Projekte anzuschauen. Inspiration zu sammeln und eins der Themen oder das Anbausysteme, die uns da begegnet sind, ist das Thema Market Gardening. Ist jetzt ein Anglizismus, es sind kleine Marketgärten, da gehen wir gleich näher drauf ein. Und genau, das wollen wir euch heute mal vorstellen. Genau, und ich heiße Maja Lukow, komme ursprünglich aus den Staaten, habe dort auch anthropologische Landwirtschaft bzw. in Bolivien studiert und bin dann nach Deutschland gekommen, um die freie Ausbildung auch zu machen. Genau, bevor wir in die Details eingehen, möchte ich kurz ein bisschen Geschichte, um einfach den Kontext klarzustellen, wovon wir reden. Market Garden ist wie eine Art Werkkiste zu verstehen. Ähnlich wie Permakultur nimmt es viele verschiedene Methoden und führt die dann zusammen. Und es gibt starke Überschneidungen mit das, was wir gerade gehört haben, mit biointensiven oder auch Urban Gardening. Das sind alle Begriffe letztendlich für eine sehr intensive Gemüseanbau, wo pro Quadratmeter viel Ertrag rausgeholt werden kann. Oft sind Market Gardens auf einen halben bis 3 Hektar Land, also um einfach die Fläche im Kopf zu haben. Und die finanzielle Tragbarkeit kommt über eine Direktvermarktung. Historisch hieß das eher Marktstände. Heutzutage sind die meisten Market Gardens auf ein Mischkonzept zwischen solidarischer Landwirtschaft und Marktstand ausgerichtet. Ein historisches Beispiel, bevor wir in das jetzige Konzept einsteigen, kommt aus dem französischen Intensivgarten, die Marais, die zwischen 1850 und 19. Jahrhundert sehr stark waren. Und da ging es darum, Gemüseanbau wieder stadtnah zu bringen. Der Ausgang davon war, der Haupttransportmittel damals waren Pferden und es gab quasi unbegrenzte Mengen an Pferdemist in die Städte, die verfügbar waren. Es gibt historische Aufzeichnungen von bis zu 1000 Tonnen Pferdemist, die pro Hektar ausgebracht wurden. Also es wurden quasi auf Frühwildkästen drauf gebaut. Und diese französischen Intensivgärten waren so erfolgreich, dass die Paris plus Umland komplett quasi versorgen konnten, fast jahrum. Und sogar Überschüsse nach England damals geschickt haben. Um diese extrem hohen Erträge zu erreichen, wurden verschiedene Werkzeuge eingesetzt, um eben hohe Effizienz zu kriegen, wie dichte Pflanzabstände, viele kleine Sätze, Mischkultur, mehrfache Beetbelegung und verschiedene Verfrühungstechniken. Die werden wir alle in die moderne Market Garden auch weiter vorstellen. Ich finde das Foto ganz ansprechend. Das kommt aus 1909, aus dem sogenannten französischen Intensivgartenbau. Und wie man sieht, eine relativ teure Art, eine Verführung herzustellen. Da wurden einzelne Salat- sowie Kohlköpfe abgedeckt mit Glasglocken. Genau, heutzutage gibt es einfachere Varianten mit Fliese und Plastikfolien, das zu machen. Aber damals war eben schon Saisonverlängerung ein ganz wichtiger Teil.
Market Garden ist aber auf keinen Fall einzigartig zu Frankreich und oder auch nicht aus den Staaten oder Kanada, wo jetzt viele in die Bewegung herkommen. Das ist eine weltweite Bewegung letztendlich, intensiver Gemüsebau, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Hier noch ein Bild aus Kuba, aus dem sogenannten Agroponico, die überall in die Städte und um die Städte verbreitet sind, wo eben diese sogenannten Werkzeuge auch eingesetzt werden. Genau, man sieht, das ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich von einem sehr dichten Anbau. Und was interessant an dem System ist, ist, gerade eben gibt es vor allem in den USA und Kanada eben viele von solchen Gärten, die entsprechend arbeiten. Wir werden jetzt gleich darauf eingehen. Einige bekannte Gärtnereien, die vielleicht auch manche von euch bekannt sind, die wir auch als Quellen eben verwenden, sind die Ferme de la Grelinette von Jean-Martin Fortier in Kanada und Elliot Coleman, der vielleicht ein Begriff für viele von euch ist. Und ein interessanter Betrieb, den wir erst vor wenigen Wochen besucht hatten, ist Singing Frogs Farm in Kalifornien. Und das sind Beispiele, die wir deswegen benutzen, weil sie eben sehr erfolgreich mit dem System sind, also finanziell wie auch mit dem Boden scheinbar und einfach gut dokumentiert sind. Also das ist einige von denen haben Bücher geschrieben und das sind sehr gut dokumentierte Betriebe, in die man gut reinschauen kann. Und das sind auch Betriebe, vor allem in den Komen, die weiterhin am Forschen sind. Und vielleicht wichtig dazu ist, deren Ziel ist auch, das System so übertragbar wie möglich zu machen. Ja, und umso mehr ich über biointensiven Anbau über das Market Garden System nachdenke, desto mehr habe ich mir die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich so weit weggekommen von so einem kompakten, kleinen, intensiven System, und vor allem von einem traktorlosen System. Und ich habe so den Eindruck, dass wir uns deutlich einschränken lassen als kleine Gärtner durch Fahrspuren und durch Maschinenbreiten oder Arbeitsbreiten. Und so meine These ist letztendlich, dass wir deutlich an Effizienz und Produktivität einbüßen, vor allem in kleinen Gärtnereien, dadurch, dass wir uns eben auch so stark an Maschinen halten, so stark an diese Arbeitsbreiten. Und genau, das möchten wir jetzt im Folgenden einfach vorstellen. Und wir wollen weniger darauf eingehen, was die Nützlichkeit von Mischkulturen angeht. Also all die Dinge, die wir schon gehört haben, die Reduzierung des Bodendrucks durch Maschinen etc. Wir wollen vielmehr eigentlich ein System aufzeigen, das zeigt, wie kann das passieren in einer kleinen Gärtnerei. Und Genau. Zu Infrastruktur und Etablierung. Da wird ganz viel Inspiration aus der Permakultur genommen, um ein sinnvolles System erstmal zu entwickeln. Hier, das ist der Lageplan von der Hof La Grelinette. Und in der Mitte ist der Aufbereitungskühlraum und Waschraum ganz zentral, um eben diese Wege, die man täglich beim Ernten, Waschen und so weiter zurücklegt, kurz halten kann. Und hier nochmal Luftaufnahme von wie der Hof jetzt wirklich ausschaut. Und das jetzt zum Einstieg vielleicht nochmal, das ist eine Gärtnerei auf 0,8 Hektar, die ungefähr 250 Menschen versorgt. Das ist eine Solavie mit einer Marktvermarktung dazu. Und das ist wirklich ein wahnsinnig kleiner Betrieb. Wenn man da ist, man kann sich nicht vorstellen, dass die so viele Menschen versorgen von der Fläche. Und ich möchte jetzt im Weiteren in das Anbausystem reingehen, vor allem jetzt für die Gärtner unter euch, um zu sehen, wie kann man in so ein System reinkommen, wie kann man auf den Traktor verzichten, vor allem ist es für uns hier am Tempelhof. Da ist es bei der Umsetzung des Systems ganz wichtig am Anfang, beziehungsweise viele Gärtnereien arbeiten mit großen Kompostmengen anfangs. Das ist was, das kann man auch kritisch betrachten, aber wir stellen das System jetzt mal so vor, wie es viel benutzt wird. Wir können später auch noch in kritische Diskussionen drüber gehen. Man hat natürlich kein Pferdemist mehr. Also wir haben keine, auch wenn wir noch so viel Pferde haben wie zu der Zeit, wo sie Transportmittel waren, haben wir in den Städten nicht mehr so viel Mist. Da greifen viele Gärtnereien auf Zukaufkompost zu. Einige Gärtnereien stellen auch ihren eigenen Kompost her. Wohlgemerkt, teilweise sind es bis zu 200 Tonnen pro Hektar anfangs. Das ist auf kleiner Fläche, oft unter einem Hektar und wird reduziert meistens. Also deutlich reduziert ist es im ersten Jahr, steigen die Gärtnereien mit größeren Kompostgaben ein, um diese Intensität garantieren zu können.
was später deutlich reduziert wird, vor allem in den Folgejahren. Beetlänge, Beetbreite. Beetlänge ist nicht so, also Standardisierung spielt eine große Rolle, beziehungsweise, Entschuldigung, das habe ich nicht verhaspelt. Das ist ein extremes Beispiel da von einem Einstieg, also das ist das erste Jahr von so einem Betrieb, der mit einer größeren Menge Kompost angefangen hat. Standardisierung spielt eine große Rolle in dem Bereich, das ist wahrscheinlich nichts groß Neues für Gärtnereien, aber es ist ganz wichtig, einfach Beetblöcke standardisiert zu halten in gleichen Größen und vor allem und Beetlänge natürlich. Die Beetbreite ist in dem System auf 75 cm, das kann man ganz schön auf dem Bild hier sehen. Es hat einen riesen Vorteil, weil die Frage vorhin nach der Arbeitshaltung kam oder nach dem Rücken. Es ist eine deutlich ergonomischere Arbeitshaltung, das merken wir mittlerweile schon am Tempelhof. Man kann von der einen Seite vom Beet die andere Seite des Beetes erreichen beim Ernten, kein überstreckter Rücken permanent und man kann sogar über dem Beet stehen und arbeiten. Also das ist ein Grund für die Benutzung von so schmalen Beeten. Man wird sich jetzt wahrscheinlich denken, das sind jetzt über ein Drittel Weg pro Fläche, für die Fläche. Beim nächsten Bild kann man ganz gut sehen, dass das ist einer der Gründe, warum dieses System einfach so effizient ist, weil man eben deutlich enger anbauen kann. Das ist einerseits eine technische Sache, andererseits, weil wir einfach nicht mit dem Traktor auf den Flächen fahren und weil wir irgendwann eine ganz andere Durchwurzelung der Kulturen gewährleisten können. Man sieht hier die 5 freien Möhren in einem ganz normalen Anbausystem und nebendran die 5 freien Möhren auf dem 75er Beet. Und hier sehen wir gerade in dem Bild 5 reichen Möhrenanbau, aber Elliot Coleman hat schon 12 reichen Möhren auf dem 75er Beet angebaut. Das ist letztendlich, muss mein Boden tief genug sein, das ist eine Sache, die über Zeit passiert, aber natürlich muss ich auch die technischen Lösungen dafür haben. Aber man sieht, was man sich dann an der Fläche spart im Vergleich zu einem breiten Anbausystem. Genau, bewährte Beetform ist ein Hügelbeet, das hat man auf dem Bild vorher gesehen. Also ein permanentes Hügelbeet vor allem, also die bleiben immer so, die Wege bleiben da, wo sie sind, die Beete sind permanent, sogenannte Permanent Raised Beds. Und da gibt es auch ganz einfache technische Lösungen dafür, diese Raised Beds herzustellen, weil man sich vorstellen kann, wenn man eine 1 Hektar, 2 Hektar Gärtnerei ist, die jedes Jahr aufzuschaufeln, ist eine Heidenarbeit. Da gehe ich in einem späteren Vortrag nochmal drauf ein, weil es da ganz einfache, relativ günstige Lösungen dafür gibt. Und einer der großen Vorteile von einem kompakten Anbau, kannst du mal kurz zurückgehen, von einem kompakten Anbau ist eben eine Art von Mulcheffekt, der entsteht, deutlich früher als in allen anderen Anbausystemen, weil ich eben das Blätterdach, in dem Fall von den Möhren, aber von allen Kulturen, die ich benutze, schließt deutlich früher und wir haben eine Beschattung des Bodens. Das ist eine Art von Gare unten am Boden, wir können mal ins nächste Bild gehen, wo wir sehen, dass es in einem Steckrübenbestand, der 5 reifen Pflanzen ist, da wachsen die Wurzeln sogar an der Bodenoberfläche. Das ist jetzt auch im Herbst, aber es ist, man sieht einfach, wie stark dieses Blätterdach den Boden schon schützt. Das wirkt als eine Beigartunterdrückung ganz stark. Und in Gärtnereien wie in Kalifornien, die wir getroffen haben, da ist denen das Wassersparen ein Riesenanliegen, da die immer noch unter der Trockenheit leiden dort. Genau. Bodenbearbeitung ist ein Thema, es ist ein sehr interessantes Thema, aber auch ein Thema natürlich von verschiedensten Philosophien. Da gibt es jetzt nichts, was unmittelbar market ganz spezifisch ist oder unbedingt biointensiv spezifisch. Was ich vorstellen möchte, sind einfach Strategien, die sich bewährt haben oder die in der Welt ausprobiert werden. Und gekennzeichnet ist es ganz klar dadurch, dass man auf den Traktor verzichtet. Das ist ein Riesensprung, das sind Gärtnereien von halben Hektar bis zu 4 Hektar, die ohne Traktor arbeiten, was natürlich den Bodendruck deutlich reduziert, also die Möhren, die 12 reinen Möhren, das funktioniert nur, wenn da drauf kein Traktor fährt und die Vorgewände fallen komplett weg. Das ist vielleicht nicht für alle von uns ein Riesenthema, aber gerade in Gärtnereien, wo der Platz eng ist oder wenn es eher in urbane Richtung geht, also eher stadtnah oder städtisch, dann ist jeder Quadratmeter einfach sehr wertvoll und den kann man dadurch deutlich besser nutzen. Und es gibt durch den Verzicht auf den Traktor auch deutlich mehr neue, also es gibt viele kreative Lösungen, was auch No-Till-Systeme angeht. Da werde ich später nochmal detaillierter drauf eingehen, also ohne Bodenbearbeitung anzubauen. Verbreitet ist größtenteils eine maschinelle Bodenbearbeitung, ihr seht hier ein Bild von uns vom letzten Jahr, also wir haben letztes Jahr erstmal damit angefangen und haben uns einen Einlagstabber gekauft, das ist die bewährte maschinelle Lösung dafür, das ist ein
Einlagstraktorsystem, es gibt eine riesen Vielfalt an Anbaugeräten dafür, da gehe ich jetzt nicht so stark ins Detail. Klassisch ist die Fräse oder eine Kreiselecke natürlich zur Bodenbearbeitung, wenn ich Boden bearbeite. Und es gibt eine Art Häufepflug, der uns die Hügelbeete erstellt für den Einlagschlepper eben. Das zeige ich später nochmal. Man kann mit dem Häufepflug aber auch ganz clever Gründungen einhäufen, ohne das Beet jemals zu befahren. Also da gibt es interessante Möglichkeiten dafür. Die Grelinett ist ein anderes Werkzeug, was diese Gattungen stark benutzen. Ich meine, man muss den Boden auch erstmal so tief locker kriegen. Das ist ein, ja, wir im Tempelhof hatten den Kieler im Blau letztes Jahr, da war ich ganz froh drum. Die meisten Gattereien arbeiten tatsächlich mit einer händischen Lockerung. Das mag jetzt erstmal extrem erscheinen, vor allem wenn ich auf mehreren Hektarzahlen arbeite. Aber das ist eine Sache, die muss man sich als Initialzündung betrachten, weil danach dieser Boden eben nicht mehr befahren wird. Und die Erfahrung von den meisten Gattereien, die wir besucht haben, war, dass der Einsatz von der Grelinett deutlich sinkt. Und das haben wir auch schon im Gewächshaus bei uns betrachtet. Bis zu wegfällt. Ja, beobachtet, dass wir manche Beete einfach gar nicht mehr lockern müssen. Und ich hoffe, manche von euch hatten ihren Finger bei uns im Beet, in den älteren Gewächshäusern. Das merkt man auf jeden Fall. Da ist eine Struktur da, die ich nicht mehr lockern muss. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Die nächste Technik ist eine Technik, da stehe ich auch kritisch gegenüber in einer gewissen Weise. Aber es ist einfach was vielen Gärtnern, was ein Schlüssel für viele Gärtner ist, um einfach die Arbeitsbelastung niedrig zu halten. Wir sind oft einfach in Systemen, wo Familien von der Gärtnerei leben, in so einer kleinen Gärtnerei. Und zum Thema Wirtschaftlichkeit. Und da spielt der Einsatz von Silofolie und Bändchengeweben eben eine Rolle. Also schwarze Silofolie, ganz wichtig. Also wir hatten einen Versuch mit weißer Silofolie auch schon, das funktioniert nicht so gut. Da kommt noch Licht durch. Das Prinzip ist, ein Abdunkeln des Bestands hervorzurufen und dadurch Beikraut, aber auch Gründungen absterben zu oder verdunkeln zu können und dadurch absterben lassen zu können, ohne den Acker zu befahren, ohne Bodenbearbeitung. Wir setzen natürlich Plastik ein, aber wir haben keine Bodenbearbeitung, um eine Gründung quasi oder um ein Beet zu räumen, sage ich mal. Das ist wirklich ein Schlüssel, das mag man erstmal gar nicht so, also wenn man sich weiter in das System rein vertieft, das ist ein Schlüssel, weil auf den Gärtnereien arbeiten dann 2 bis 5 Leute und im Sommer, wenn dann die Arbeit wirklich hoch wird, dann decken manche Gärtnereien ihre Beete dann quasi ab, um nicht bearbeiten zu müssen, damit sie frei bleiben, sondern um einfach die Beete frei zu haben. Was interessant ist, was wir auch beobachtet haben am Tempelhof, unter der Folie ist es feucht und dunkel und es keimen jede Menge Beikräuter unten drunter, die dann natürlich gleich wieder absterben, weil es dunkel ist, was zu einer starken Reduzierung vom Unkrautdruck führt. Also bei Wurzelbeikräutern ist das nochmal eine andere Geschichte, da muss man wesentlich länger abdecken, wenn man das so machen will, aber gerade bei Samenbeikräutern ist es ein drastischer Unterschied. Also bei uns auf dem Acker konnte man wirklich eine Linie erkennen, wo dieses Vlies gelegen war, oder wo die Folie gelegen war. Genau. Und eine ganz verbreitete Strategie, um zum Beispiel frühe Möhren anzubauen, und das möchte ich einfach kurz mit den Gärtnern hier teilen, weil es für uns ist ein Riesenthema, gerade auf schweren Böden, wie komme ich früh auf den Acker, möglichst früher, um eben möglichst früh Möhren zu haben zum Beispiel. Und da gehen viele Gärtner ja auch Kompromisse an, oder müssen wir oft Kompromisse eingehen wegen feuchten Boden. Und was eine ganz bekannte Methode ist, und das haben wir eben unten am Gewächshaus ja schon angesprochen, ist diese Abdeckung mit einer Silofolie, die kann im Herbst geschehen über eine Gründüngung, die kann aber auch im Winter, bevor große Niederschläge kommen, geschehen, um sozusagen die Gründüngung abzutöten. Und ich habe dann quasi ein relativ trockenes, relativ sauberes Beet im Frühjahr. Ich kann im März zum Beispiel schon ein Beet bearbeiten, wenn ich das noch bearbeiten muss, und kann es dann nochmal abdecken. Es keimt nochmal Beikraut, kann es aber auch abflammen, wenn es schneller gehen muss, und kann dann die Möhren sehr früh in dieses Beet reinsäen, was eben zu einer deutlichen Verfrühung führt und zu wenig Kompromissen bei feuchtem Boden. Das ist eine Krücke in einer gewissen Weise, weil es Plastik ist, aber ich finde es eine interessante Art und Weise, wie ich den Boden einfach dazu starke Kompromisse erbringen muss. Genau, und ihr habt auch schon gehört, Abflammtechniken spielen eine große Rolle. Es spielt einfach alles eine große Rolle, was mir die Arbeit im Nachhinein vereinfacht. Da ist wirklich ein riesen Augenmerk drauf, weil das Jäten und Hacken eben auf ein Minimum reduziert sein soll. Ich
Ich habe vorhin das No-Till-System erwähnt, also ein System ohne Bodenbearbeitung. Und auf das sind wir erst kürzlich gestoßen, was ich finde ausbaufähig ist, aber ein interessanter Aspekt ist an der händischen Bearbeitung oder an so einer traktorfreien Bearbeitung. Und zwar hat die Gärtnerei Singing Frogs den Begriff Manual No-Till geprägt. Also es ist eine andere Art von auf dem Acker ohne Bodenbearbeitung, sondern es ist sozusagen eine händische No-Till-Version. Und zwar, was die machen ist, die lockern auch ihre Beete mit der Grelinette, anfangs deutlich mehr, am Ende kaum mehr. Und was sie als einziges eigentlich machen, ist, sie streuen eine Kompostschicht über ihre Beete. Und anfangs sind das 4 cm dicke Schichten, sagen sie, das ist also eine 4 cm dicke Schicht und pflanzen da direkt rein. Die machen das seit 5 Jahren und mittlerweile ist die Schicht 1 cm dick, also die nur noch bei jeder dritten Kultur. Also letztendlich, und das klingt so einfach, dass ich es am Anfang gar nicht geglaubt habe, aber letztendlich streuen die eine Kompostschicht und pflanzen direkt da rein. Was ich auch interessant für eine Diskussion finde, ist, dass viele von den Gärtnereien von Humusaufbau reden und gerade bei dem No-Till-System sprechen die von einem Humusaufbau von 1% pro Jahr in den letzten 5 Jahren, was ein ganz schöner Sprung ist. Die haben uns versichert, dass sie die Bodenproben nicht direkt aus dem Kompost von oben natürlich nehmen. Aber da fände ich es einfach interessant zu gucken, weil es eben in Keindorf ganz andere Ergebnisse gibt, was den Einsatz von massiven Mengen an Kompost auf dem Boden und Humusaufbau gibt. Aber das wäre dann eine Diskussion für später vielleicht. Ja. Was eben, und vielleicht abschließend zu dem System, was eben ganz essentiell ist, ein Unkraut- und Beikrautfreier und genügend erhitzter Kompost. Das ist ganz essentiell bei dem System. Ansonsten funktioniert es nicht. Weil wenn ich Samen ausbringe mit dem Kompost, dann werden die mit Keimen, dann habe ich genauso eine Arbeit wie bei einem System, wo ich wahrscheinlich mit der Fräse arbeite. Also was sie sich zunutze machen, ist ein relativ gut erhitzter Kompost, der mir all die Samen, Beikräuter, die kommen würden, von dem Mutterboden unten, einfach, ja, der mir das erleichtert. Ja, das Beikrautmanagement kann ich jetzt eigentlich ziemlich schnell überspringen, weil es letztendlich, habe ich es erwähnt, das ist die Vorbereitung durch die Folien und vor allem Abflammen. Das ist Abflammen auch bei Pflanzkulturen und das ist nochmal eine unterstützende Geschichte, Pflanzkulturen. Es wird fast alles gepflanzt, außer die Möhren. Das hilft uns nochmal dazu, dass wir einen gewissen Zeitsprung machen, also wir müssen nicht warten, bis die Kulturen auf dem Beet keimen, das ist nochmal eine Platzersparnis oder nochmal, das macht es nochmal zeitlich ein bisschen enger, ich kann mehr Kulturen auf das Beet kriegen. Wenn da Platzenge ist, das haben wir im Tempelhof jetzt zum Beispiel nicht. Und genau, aber ich habe eine wesentlich kürzere Beetbelegung und diesen Mulcheffekt, den ich vorhin beschrieben habe, durch das Blätterdach, der kommt deutlich früher. Also nochmal, ja, hilft beim Beikrautmanagement. Es wird ganz viel mit Saisonverlängerung und Mischkultur gearbeitet. Hier sieht man eine Doppelfolie, also einmal in einem Glashaus oder im Gewächshaus nochmal eine Folie zu ziehen, um einfach im Winter auch relativ hohe Erträge erzielen zu können. Elliot Coleman hat es sehr, sehr gut deutlich gemacht, indem er gesagt hat, dass jede zusätzliche Schicht 800 Kilometer weiter südlicher bringt, klimatisch gedacht. Und das heißt, dass wir hier in Tempelhof oder sogenannte Schwäbisch-Sibirien schon mit 2 Schichten im Gewächshaus, wie man da sieht, in Sizilien klimatisch sein können, was durchaus attraktiv ist. Und das ermöglicht auch coole Sachen wie Frühmöhren im Januar, indem man das im Haus mit nochmal eine Schicht anbaut. Es wurde schon mal erwähnt, es wird alles händisch gepflanzt, das bietet einfach vielfache Möglichkeiten, spannende Mischkulturen auszuprobieren und auch in bestehende Pflanzungen reinzusäen, streuen und so weiter. Geschützter Anbau, da finde ich der spannendste Ansatz eigentlich diese verschiedenste Arten von Rolltunnel, wo man einfach mehrfache Flächen zum richtigen Zeitpunkt warm halten kann. Und hier kann man es ziemlich gut sehen, indem man hat zum Beispiel viel Flächen und man zieht dann den Tunnel immer weiter. Und dadurch sind die Infrastrukturkosten relativ niedrig und man hat viermal so viel geschützte Anbaufläche. Er ermöglicht auch Frost
in geschützter Anbau reinzukommen, was bei uns jetzt nicht das Problem ist, weil in unsere kalten Häuser sowieso reinkommt, aber für Schädlingsdruck kann das ganz wichtig sein in andere Regionen. Eine Fruchtfolge, die sich bewährt hat mit dieser vierfache Belegung, kommt von Elliot Coleman, und der hat da Spargel gefolgt bei Erdbeeren, dann Tomaten und dann Wintersalate. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten mit Mischungen aus einjährigen und mehrjährigen Kulturen Saisonverlängerung herzustellen. Genau, wir kommen auch schon zum Ende. Was man hier im Hintergrund sehen kann, ist ein ganz neues Projekt, das dieses System auf 4 Hektar betreibt. Und also das ist das eine, man fragt sich natürlich, wo ist die Grenze von der Größe her? Also das ist eine 4 Hektar große Gärtnerei, die eben so arbeitet, also ohne Traktoren, nur mit Einlandschleppern. Die ist auch in Kanada, das heißt Ferme de Quatre-Temps, also in der Nähe von Montreal. Auch in der Nähe von Montreal. Und es ist eine Tierhaltung integriert. Also die haben Weideflächen außenrum und probieren Holistic Management um die Gemüseflächen. Das ist ein interessanter, eher holistischer Ansatz, weil eben die Zufuhr von Kompost von außen eben den Kreislauf deutlich durchbricht in den meisten Gärtnereien. Einfach nur so als kleiner Impuls, das kann quasi erweitert werden. Das ist nur ein Aspekt, den wir jetzt gerade vorstellen. Ich möchte abschließend ein paar Worte verlieren. Warum? Also für uns ist das ein System, ich hoffe, wir konnten es rüberbringen, dass einfach kleine und Kleinstbetriebe deutlich, oder es lässt kleine und Kleinstbetriebe einfach deutlich wirtschaftlicher dastehen. Es sind Rohgewinne von über 200.000 Euro pro Hektar werden erzielt von den Gärtnereien. Also es sind Dinge, die passieren einfach. Das kommt natürlich stark auch auf die Vermarktung an, aber letztendlich ist es möglich, davon Familien und auch Arbeitskräfte zu versorgen, von einer Kleinstgärtnerei. Genau. Wir arbeiten bei solchen Gärtnereien durchschnittlich mit 5 Arbeitskräften pro Hektar. Das mag erstmal wahnsinnig viel wirken, aber eben lässt sich einfach rechnen durch dieses System und schafft einfach auch sinnvolle Arbeitskraft oder sinnvolle Jobs. So muss man es eben auch sehen. Und für uns stellt es dadurch auch eine lokale und realistische Alternative dar zu einer industriellen Gemüseproduktion, zu einer Produktion, die auch näher an die Stadt rankommt, die auf kleineren Flächen zurechtkommt. Und ich möchte einfach nochmal auf den Wälder-Grad-Bericht verweisen, der eben der kleinbäuerlichen Landwirtschaft oder eben Lebensmittelproduktion eine riesen Rolle zuweist im Umweltschutz und in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Und was als letzten Punkt auch gerade für junge Landwirte und Gärtner wie uns ein interessanter Punkt ist, so ein System kommt mit wesentlich weniger Investitionen aus. Also wenn ich mir Land kaufen muss und einen Traktor kaufen muss, etc., ich bin froh, wenn ich auf einer kleineren Fläche zurechtkomme. Das ist, glaube ich, was es vielen Gärtnern gerade eben in den USA und Kanada möglich macht, ziemlich schnell mit so einem System zu starten und dann langsam auszubauen, weil eben kleine Flächen benötigt werden, weil kein Traktor benötigt ist, wenig Sprit benötigt wird. Genau, und eben dann so Hilfsmittel wie Plastikfolien und Tunnel die Effizienz deutlich steigern. Genau, vielleicht noch abschließend, das ist, wir haben jetzt uns auf das Gemüsebau konzentriert, unsere Vision hier in Tempelhof und auch von vielen anderen solchen Marktfragen ist das in größeren Kontext einzubinden mit Heckenstrukturen, mehrjährigen Kulturen und so weiter. Da gibt es auch, wir haben jetzt viel von Kompost gesprochen, aber die Möglichkeit mit Komposttee und Fermente auszuprobieren, ist auf jeden Fall empfehlenswert in so ein System. Genau. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende. Ich habe gerade nochmal das Handbuch Wintergärtnerei von Elliot Coleman hier in die Hand gedrückt. Das ist hinten am Büchertisch erhältlich. Das ist eine der deutschen Übersetzungen von einem Buch von Elliot Coleman, was eben auf diese mobilen Folientunnel eingeht zum Beispiel. Und Jean-Martin Fortier ist eine Quelle, die wir viel benutzen. Der hat auch ein Buch geschrieben, kommt Ende März auf Deutsch raus und ist eigentlich eine Bedienungseinleitung für den Hof, wie es funktionieren kann. Natürlich, wie es bei ihm funktioniert. Ja, genau. Ja, super, vielen Dank. In Anbetracht der Tatsache, dass ich